Es waren einmal vier Freunde aus einem flachen Land namens Bremen. Zusammen gingen sie in das sagenumwobene Stubaital, um einen gigantischen Berggipfel zu erklimmen. Die überaus spannende Geschichte dieser vier Abenteurer erzähle ich euch jetzt. Moment, Moment. Kann mal einer den Wind ausmachen, bitte? Jo, dankeschön. Die Geschichte beginnt natürlich mit einer wahnsinnig langen Autofahrt von Bremen nach Österreich. Film ab! Dass der Samstag ist, die Flachländer sind wir. Die erste Prüfung hatten die vier Abenteurer also erfolgreich gemeistert. Nachdem sie sich zur Belohnung auf liebevolle Art und Weise gegenseitig mit italienischen Süßspeisen vollgestopft hatten, wurde es Zeit für etwas Schlaf. Denn am nächsten Morgen stand ihnen die erste Bergetappe bevor. Der Aufstieg zur Nürnberger Hütte. Voller Energie und Vorfreude über die bevorstehenden Herausforderungen machten die vier sich auf den Weg zum Fuße des gigantischen Berges. Eine gewisse Anspannung lag in der Luft, denn obwohl sie schon einige Gipfel bezwungen hatten, so war dies der anspruchsvollste von allen. So mussten sie ihre gesamte Erfahrung nutzen, um die Route zu planen, und sie optimierten ihr Gepäck bis zur Anzahl der Unterhosen. Gut vorbereitet ging es für die Abenteurer also immer höher, durch Wälder, vorbei an Wasserfällen, in die überwältigende Landschaft der österreichischen Alpen. Der Weg ist blockiert.
Herr Bergführer, was machen wir jetzt? Schubsen. Ziegenschubsen. Bei den Dreharbeiten zu diesem Film sind keine Tiere zu Schaden oder ums Leben gekommen. Zur Erhöhung der Glaubwürdigkeit zeigen wir hier einmal 4 ausgewachsene Bergschimpansen in ihrem natürlichen Habitat. Sie wurden stets gut behandelt und haben immer genug Bananen erhalten. Diese majestätischen Kreaturen bewohnen die entlegensten Bergregionen Österreichs und sind eine der engsten Verwandten des Menschen. Auf ihrem natürlichen Speiseplan stehen neben Bananen hauptsächlich Salami, Sticks und Müsli-Riegel. Merci, François. Je weiter die 4 Bergsteiger sich vom Tal entfernten, desto rauer wurden die Bedingungen. Kälte, Nebel und Wind wurden ständige Begleiter auf dem Pfad zur Nürnberger Hütte. Schließlich kamen unsere Protagonisten entkräftet und hungrig am Tagesziel an. Es gab jetzt noch 2 Stunden bis zum Essen zu überbrücken und in der Nähe gab es einen eiskalten Bergsee. Ganz nebenbei hatten die Jungs auch noch Bier im Rucksack. Jo, den Rest könnt ihr euch ja denken. Nach dieser eiskalten Erfrischung machten sich die 4 erschöpften Wanderer auf den Rückweg zur Hütte. Dort wartete schon ein deftiges Essen und sie leckten sich gegenseitig ihre Wunden. Im übertragenen Sinne natürlich. Los, dehn das Ding. Der Vorfall ereignete sich, ich glaube, am zweiten Tag der Wanderung. Zu dem Zeitpunkt dachte ich noch, es wäre alles gut und ich kenne meinen Freund. Ich meine, ja, es gab schon immer merkwürdige Dinge, wenn ich mit ihm zusammen war. Er hat mit Schlangen gesprochen. Okay. Manchmal sind Sachen durch die Luft geflogen. Aber sowas hätte ich wirklich nicht erwartet. An dem Morgen hatte ich schon irgendwie das Gefühl, dass etwas nicht stimmt mit ihm. Wir waren schon eine Weile unterwegs. Es hat
geregnet, es war nebelig. Also echt unangenehm. Ich erinnere mich nur noch verschwommen. Da war dieses Schaf. 50 Meter entfernt vielleicht. Als dieses merkwürdige Flüstern in der Luft lag, da hätte ich mir schon denken müssen, irgendwas stimmt nicht. Ich hätte einschreiten müssen, aber da war es schon zu spät. Avada Kedavra. Oh, Entschuldigung, mir wird schlecht. Avada Kedavra. Dieser Schrei, der verfolgt mich noch bis heute. Natürlich haben wir noch versucht, das Tier zu retten. Wir sind hin, aber das Einzige, was noch übrig war, war ein Haufen Knochen. Und dieser Gestank. Schrecklich. Es hätte einer von uns sein können. Aber keiner hat was gesagt, denn wir mussten ja zusammenhalten. Der schlimmste Teil der Wanderung lag noch vor uns. Also haben wir geschwiegen. Die Stimme des anonymen Wanderers wurde verzerrt, um seine Identität zu schützen. Kommen wir nun, wie angekündigt, zum gefährlichsten Teil der Wanderung. Über den Grat ging es für die vier tapferen Wanderer bis zum Becherhaus auf 3200 Meter. Tückische Schneefelder führten immer wieder dazu, dass die Wanderer unkontrolliert einbrachen. Da ließ die erste Verletzung nicht lange auf sich warten. Sollen wir mal rasieren können, Max? Hätte ich mal mitnehmen sollen, ne? Ein Pflaster und eine Salami später blieb nur noch der Schrecken des Vorfalls in den Köpfen der Männer. Und es musste ja weitergehen. Solch einen gigantischen Ausblick hatten die vier Bergsteiger noch nie zuvor gesehen. Nachdem sie ein deftiges Mahl und einige Schnäpse zu sich nahmen, durchlebten sie eine unruhige Nacht, denn die extreme Erschöpfung und die Höhenluft machte ihnen zu schaffen. Doch so sehr die geschundenen Knochen auch wehtaten, so mussten sie ihre gesamte Energie noch einmal mobilisieren. Der Aufstieg zum wilden Freiger stand noch bevor und der anschließende Abstieg ins Tal. Also macht euch bereit für diesen, den letzten Abschnitt dieser Geschichte.
auslaufende Handlung. Habt ihr Spaß? Nein. Auf Fall. Nein. Ja, ja. Ja, ja, ja. Natürlich. Ehrlich, alles ganz easy hier. Oh, herrlich.